Das Siegener Museum für Gegenwartskunst zeigt die Ausstellung Concrete and Samples mit Arbeiten von Aglaya Konrad und Armin Linke. Beide sind Reisende, die die städtebaulichen und landschaftlichen Veränderungen der Gegenwart in ihren fotografischen Arbeiten zeigen. Aglaya Konrad dokumentiert die Auswirkungen der Globalisierung aus individueller Perspektive. Schnell gewachsene Siedlungskomplexe, von ihr gesehen aus Bussen, Taxen und Flugzeugen. Armin Linke interessiert sich für Architektur und Landschaft im Grenzbereich von Fiktion und Realität. In Siegen können sich die Besucher hunderte seiner Fotografien durchsehen und damit arbeiten. Limited Forms ist ein ins Museum übertragenes Fotoarchiv. Wenn man weiße Handschuhe anzieht, kann man hier grenzenlos stöbern und die Bilder angucken und aussuchen. Man macht quasi eine Gruppe, das möchtest du doch. Man macht selbst eine Gruppe, wählt selbst eine Gruppe aus, die einem gefällt. Ja, also es sind Originale und die Idee ist, dass der Publikum eigentlich zum Kurator wird der Ausstellung. Und die Idee ist auch, dass der Raum eigentlich die Gebrauchsanweisung ist, also dass man die Technologie so weit wie möglich versteckt. Die Originalbilder haben auf der Rückseite alle einen Code. Diesen Code liest ein Scanner später auf dem Glastisch ein, auf dem die Bilder liegen werden. So kann sich jeder Ausstellungsbesucher sein persönliches Leporello mit Fotos von Armin Linke ausdrucken und später mit nach Hause nehmen. Aglaya Konrad zeigt die urbanen Strukturen, die sich auf der ganzen Welt ähneln. Die österreichische Künstlerin dokumentiert Baustellen, Siedlungs- und Verkehrsarchitektur, Hochhäuser, Tunnel und Brücken. Ihre schwarz-weißen Arbeiten verstärken den Eindruck des überall immer Gleichen. Ihre Arbeiten unterscheiden sich deutlich von traditioneller Architekturfotografie. In Siegen gestaltet sie zum Beispiel einen Eingangsraum mit grobrastrigen Kopien als temporäre Installation. Das war immer von Beginn an so, dass mich das an der Fotografie nicht wirklich interessiert hat, um so mit fixen Objekten und Bildern herumzureisen und die einfach irgendwo aufzuhängen. Das heißt, auch nach der Ausstellung bleibt nichts über. Das heißt, es wird runtergerissen, ist kaputt, wird weggeschmissen. Gleichzeitig könnte ich das auch gar nicht woanders wieder verwenden, weil ich natürlich nie mehr dieselbe maßstäblichen Raum haben werde. Scheinbar habe ich eine Liebe zu diesen Non-Räumen, die nicht gedacht waren als Ausstellungsraum. Dann fand ich eigentlich immer, dass diese Räume mir Möglichkeit geben, etwas, eine Arbeit zu entwickeln, die in einem sozusagen schönen, perfekten Raum nicht möglich gewesen wäre. Mhm. Durch das Aufgeklebte schreibt sich die abgebildete Architektur in den architektonischen Raum hier wiederum ein und es wird physisch erlebbar. Die Ausstellung Concrete and Samples ist noch bis zum 20. September 2009 im Museum für Gegenwartskunst zu sehen.